So, Ach, da ist. hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde. 7 Days to Die, War of the Walker. Die Jungs sind schon draußen. Ich sammle gerade noch mein Bauzeug zusammen. Und Stefan hat Besuch. Hier ist ein Wolf. Ich eile. Hier ist immer noch ein Wolf. Ja, ich bin ja gleich da. Ich sehe ihn. Und hier ist immer noch ein Wolf. Ich lade gerade meine Waffe noch. So. Aber was ich jetzt noch mache, haben wir eigentlich noch irgendwo einen Block, um das Gebiet zu saven? Bestimmt, oder? Ja, also ich habe meinen nicht gescrappt, also wir müssten eigentlich allen hier irgendwo rumfliegen haben. Ah, ich hab. Weil ich würde nämlich direkt den mit reinbauen, weil dann können wir da drüben nämlich die Sachen wieder aufheben. Da müsste aber. Ja, obwohl. Bei uns ist es so ruhiger, bei uns ist immer ständig ein Zombie da gewesen. Ja, Wenn das ja ist immer ja nur ein. nur, den müsste dann ein anderer von euch aufstellen, das ist klar. Ja, meine ich ja. Ne? Aber ich nehme ihn halt schon mal mit rüber, weil ich werde auch den Baukram dann. So, machen wir die normalen Kisten oder? Ja, erstmal noch. Wobei ich hätte auch einen herstellen können. Sehe ich gerade. So. Ich habe ein Ei gefunden. Ein ganzes Ei. Ja, das esse ich mal gleich. Da freut sich aber Tana nicht. Du hat er nicht lassen kannst. Wo ist der denn hier? So, habe ich alles. Das Packet brauche ich noch eins für den Hammer. Zwei. So, Schaufel habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Guten Tag. Sie wünschen? Ich wünsche mehr Inventarplätze. Danke. Ja, ich baue jetzt Lager. Ich fange ja mit dem Lager an. So, ich gehe dann mal bauen. Wo haben wir denn hier angefangen zu bauen? Ich habe Gute jetzt Frage, 39. ne? Sag mal 39 Eier. Hä? Hm, vielleicht finde ich ja beim Bauen gleich noch was. Okay, da hinten haben wir den Tower gebaut. Dann ist da hinten noch irgendwo das Ding. Dingen von dem Ding. Ihr wisst Bescheid, ne? Das Dingen von dem. Klar, verständlich und normal ausgedrückt. Ja, das Dingen von dem Ding. Hier ist, glaube ich, der, da habe ich gebuddelt. Man sieht Gott sei Dank vom Buddeln den Rand. Ja, dann auf ihn. Wollt ihr dann noch Material schaffen gehen? Mach Ja, ich gleich. gleich. Holz, Stein, Lehm bin ich gerade dran. Oder wenn einer Lust hat, sich vielleicht mal in die Eisenecke da
Obwohl Eisen hatten wir eigentlich, ja, aber doch. Wenn Marek dann endlich mal die Waffen richtig bauen kann, braucht er, glaube ich, eine Menge davon. Ja, vor allen Dingen, Da wenn man sich läuft ein freut. Zombie. Was machst du hier an meiner Baustelle? Kontrollieren, ob du das auch richtig machst. Ich zeige ihm jetzt mal mit meinem Hammer, was ich davon halte, dass er hier rumlungert. Oh, Tanner packt den Hammer aus. Ja. Meister, komm mal her. Meister Propper. Ja, Meister Propper. Huch, da hab ich das Vieh. Ey, Meister Propper, hören Sie mal. Eigentlich sollte ich Feuervitamine nehmen, da bin ich keiner auf dem Müll. Soll ich noch für jemanden Essen mitnehmen? Oh ja, für mich bitte. Ich habe vergessen, welches einzukaufen. Das war klar. Irgendjemand vergisst es immer. Ja. Und noch bitte zwei, drei Tees. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Danke. So. Naja, dafür hat er eine Waffe fallen lassen, dafür, dass ich einen auf den Nuss gekriegt habe. Meine größte Sorge ist ja, dass ich hier am Buddeln bin und mir von hinten die Horde in den Hintern beißt. Naja, es hat halt einen Vorteil. Wir wissen dann, wo die Horde ist. Ja. Danke. Bitte. Wobei ich habe ja die Schatten aktiv, ne? Ich würde sie wahrscheinlich von hinten sehen, wenn sie kommen. Tanas letzte Worte. Da ist die. Marek, ich hab dich. Danke. Ja. Du hast mich Ich habe es was? aufblitzen sehen hinter mir. Ja, aber ich war schon länger da. Du hast einen Schatten. Du hast. Du, Marek wirft keinen Schatten. Stefan, du musst aufpassen. Ich weiß, dass Marek keinen Schatten wirft. Heißt das nicht, er ist ein Vampir? Solange ich kein aus Twilight bin, ist das okay. Ja, was denn? Wolltest du nicht als Schönling durch die Welt laufen? Nein. Ich bin kein Schmetterling. Und keine Fee, die funkelt. Du funkelst nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich kein Vampir aus Twilight bin. Komm, funkel, mein kleines Fähnlein, funkel. Ich kann da nicht mitreden, ich habe die Filme nie gesehen. Ich auch nicht. Ich Gott sei Dank auch nicht. Ich habe früher eher Horrorfilme geguckt und da kommt sowas nicht vor. Naja, es ist schon Horror, weil. Naja. Anders hätte man das Ein noch nicht aus. andersartiger Horror meinst du wohl? Horror für Leute, die Horror gucken. Ja, genau. Wahrscheinlich. Der absolute Horror. Wir haben nicht zufälligerweise irgendwo sich Nägel rumfliegen. Wie viele Nägel? Oh, ich habe welche gemacht, aber ich habe die, glaube ich, mitgenommen. Irgendwo haben wir welche drinne. Stefan, guck mal in den Ansonsten Vorraum. drückt die auch sofort raus. Ja, ich habe da auch mein Eisen noch eben gerade auch reingehauen, nochmal zum Schmelzen. Ich habe extra welche rausgedrückt und dann habe ich die beim Rausgehen vergessen in die Kiste zu legen. 200 Also Stück. 49 hab ich. Nägel? Ja. Du kannst ruhig nochmal 500 anwerfen. Die werden wir brauchen. Ja, werde ich dann auch gleich. Ich suche nur gerade, ob da irgendwo noch zufälligerweise. Aber es müssten eigentlich Nägel da Übrigens, wenn ihr sein. eure Bilderklasse weitermacht, macht bitte unten im Haus dann die Aufwertung, dass wir unten aushöhlen, dass die da unten nicht einfach rumrennen können, weißt Aber ich hatte jetzt draußen, wo die Türen sind, da wo sie die Löcher da drin sind. Ja, du musst 50 setzen, da kannst du auch von innen noch welche setzen. Ja, da habe ich 43 jetzt drin. Du musst aber auch immer einen Kommentar geben, oder? Mach's doch einfach.
So, ich brauche nur gleich nochmal wegen Eier gucken. Jetzt gehe ich zum Händler und gucke, ob der Eier hat und kaufe eins. Weil dann kann ich endlich mit dem Kochen weitermachen. Also Eier hat unser Händler hier nicht. Ich habe auch bei Essen reingeguckt, ob da irgendwas ist und Naja, ich nein. glaube, da sind die Automaten besser bestückt. Ja. Habe ich eigentlich schon wieder einen Punkt, dass ich hier mehr abbauen kann und schneller abbauen kann? Das wäre schön. Büffelnägel. Von mir aus hau noch mal 500 raus. 500. Oh. Oh, da muss er wieder 5 und 2 Nullen eingeben. Das wird zu viel Arbeit. Ach nee. Muss repariert werden. Ja. Nein. Aber gut, dass der Händler direkt nebenan ist. Können wir immer schön unseren Scheiß gleich wieder verballern. Und an den gehen die ja eh nicht ran. Ich habe ja so eine Quest gelesen und da wird nochmal zum anderen Händler hingeschickt. Und das heißt, am anderen Ende der Stadt ist irgendwo noch ein Händler. Ich weiß nur nicht, welche Quest-Ding das ist, weil ich davon tausende schon. Damit die nicht in der Tasche liegen lernt, mache ich erstmal alle Quests, die gehen. Ja. Ich habe eine Quest, um Zombies zu töten mit der Desert Eagle. Zombies zu töten mit der Shotgun. Krankenschwester töten. Tiere Ja. jagen. Ja. Aber ich habe keine Tiere gesehen, also nur den Wolf und einen Huhn. Ja. Wie war das beim Start? Vorsicht, da ist ein Gepard. Ja, guten Tag, junge Dame. Wir kaufen nichts. Hallo, hier bin ich. Hallo, schreit er. Und hat sie reagiert? Nö. Also die Schnipfel ist tot. Gut. Immer wenn ich diese Marschmusik höre, ne, denke ich, da kommt gleich was um die Ecke. Soll ich mal um die Ecke kommen? Bitte? Soll ich mal um die Ecke kommen? Ich gehe auch ganz normal los. Ja, Wie das lauf mal letzte um die Mal. Ecke. Das ist die zweite Folge, ne? Die wir Ja. aufnehmen. Gut. Also die Mittwochsfolge. Ja, es ist im Moment schwierig mit den Tagen. Ne? Orientierung Toast mittlerweile. Und merken ist schon mal gar nicht drin. Oh, hallo Knochen, wie geht es dir? Was? Oh. Ich habe noch mal ein paar Knochen gefunden und so ein Tier. Oh. Das war der zweite Wolf, Stefan. Das heißt, nur noch ein Wolf müsste irgendwo hier sein. Ja, dann such mal. Ja, ich töte gerade einen Unterwasserhuhn. Also ich habe gehört, das sind die gefährlichsten. Ja, weil man da trinken könnte, wenn man da. Ja, deswegen ja. Das sind die gefährlichsten. Was für trübes Wasser das hier ist.
Oh, und hier ist noch ein Hoppelhase, Mensch. Stefan, wie sieht's eigentlich an der Werkzeugfront aus? Scrapped könnte ich ein paar bauen, wenn ich das Material dafür habe. Ich bitte darum. Ja. Weil dann geht das hier auch schneller. Okay, ich guck gleich, dass ich das Eisen dafür habe. Dann mach ich grad mal was. Ja, da müsste eine Kiste einiges drin sein. Ich hab das 40. Ei gefunden. Yeah! Ja, lass uns zu Hause treffen. Dann mache ich das mal eben, weil dann. Wahrscheinlich muss ich dann als nächstes. Erstens muss ich sowieso meine Schaufeln holen. Und zweitens muss ich als nächstes bestimmt sowieso irgendwas anbauen. Möglich. Ja. Ich habe jetzt die Hasenfalle auf der Wiese aufgehoben, weil die ist ja nicht gefüllt. Ja, und auf dem Feld ist die auch nicht mehr gefüllt. Also, es geht nur einmal anscheinend. Und dadurch, dass du keine Prozentansage kriegst, hier 50% Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, ob das überhaupt sich lohnt. Ja, die musst du aufheben, befüllen und dann wieder hinstellen. Ja, aber nicht jedes Mal nur ein. Ja, du nimmst einfach zwei Mais und dann ist sie wieder voll. Ja, ich krieg immer nur irgendjemand nur hat hier eine Kartoffelpflanze weggefloppt. Ich krieg aber nur mal ein Mais raus, weil ich ja nicht geskillt habe. Ja, irgendjemand hat eine Kartoffelpflanze hier kaputt gemacht. Da fehlt eine Pflanze. Vielleicht krieg ich ja ein bisschen mehr durchs Skin. Oh, ich komme nach Hause. Eier? Eier? Nee, das ist falsch. Warte mal. Wie viel brauchst du denn da? Okay, mache ich dann die Questreihe selber fertig. Ich muss als nächstes das Zeug nämlich auch verkochen gleich. Heißt, ihr könnt zwar einmal die Sachen alle reinlegen. Einmal Inventar wieder raus. Aber ihr müsst es gleich wieder rausnehmen. Herr Stefan? Ich lege euch das mal kurz in die Essenskiste, das rohe Zeug. Ich bin gerade hier unten am... Aber er konnte... Bei dir hat es so nicht geklappt, das Kochen, oder? Nö. Ich bin da sowieso nicht so weit, also. Ja, das können wir. Dann macht ihr das halt später nochmal nach. Ne? Ja. Bis also, dahin dürften wir ja auch irgendwo mehr Eier gefunden haben. Genau. Ich brauch das. Bis dahin haben wir 50.000 Vogelnester gebaut. Einmal davon 10. Einmal davon 10. Keine Ahnung, warum ich da nicht reinbauen darf. Jetzt muss ich hier sogar stehen bleiben, glaube ich, ne? Damit das zählt. Guck ich mal eben. Eier und Speck geht aber schneller wie Eier und Würstchen. Ja, ich muss drin stehen bleiben. Ja. Hätte ich vielleicht doch heute Nacht machen sollen? Tja, jetzt ist. Also entweder du brichst nochmal ab oder du wartest halt. Ich warte jetzt, wir brauchen sowieso Essen.
Und ich warte ja eh erstmal auf meine Schaufel. Und ich würde auch gleich zwei nehmen. Obwohl, nee, ich kann die ja reparieren, Blödsinn. Ja. Laut meinem Guide müsste ich sie ja auch selber bauen, aber das Stefanie ja regulär macht, wäre das ja Blödsinn, wenn ich die jetzt baue. Weil ich muss die ja sowieso erstmal skillen, kann ich ja gar nicht. Ganz kurz, die Zombies respawnen im Haus. Aber nicht die Items. Also aufpassen bei den Häusern. Ich hab nochmal geguckt, war. Ja, die Zombies spawnen so oder so ein paar Tage später und der Loot erst am 30. Tag. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, Zombies beides spawnen ist immer neu. Kommst du vorbei bei mir? Ja. Ja. So, Zombies so spawnen alle paar Tage, solange du keinen Schlafsack drin hast. Ach so, ja, okay, das wusste ich nicht so, dass es so rum ist. Ich dachte, das wäre beides miteinander verknüpft, so wie damals. Ne. Der Respawn bezieht sich rein auf den Loot. Deswegen, jeden Gegenstand, den wir abbauen, füllt sich wird natürlich nicht wieder aufgefüllt. Ne? Weil das ist wie so ein Wiederauffüllen. Das heißt, alles, was wir abbauen, ist halt nicht mehr vorhanden. Theoretisch. Außer jetzt bei den Autos. Ne? Ne, Stefan? Mhm. Anscheinend. Also, ich mich jetzt da. Werden wir jetzt am 30. Tag sehen. Wir werden bis dahin wahrscheinlich auch spielen. Ja. So. Ich brauche jetzt erstmal Grünzeug. Hast du keins? Dann schmeiße ich dir welches hin. Ich habe über 1000 hier. Vor mir. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Dankeschön. Ja, ist alles in Ordnung. Nein. Warte, Nani. Was brauchst du noch? Ja, ich habe mir schon das Eisen rausgeholt. Holz habe ich noch einstecken. Ah, kann ich dir hier mal eben die 200 Nägel hinwerfen, dass du die in den Schrank legst für euch? Oder hattest du neu rausgedrückt? Ich hab neu rausgedrückt. Die okay, dann, noch ja, dann kann ich die ja behalten. Mit. Ja. Die Fallen, die Kaninchenfallen, die werde ich fertig damit kochen, nochmal befüllen und wieder in den Schrank legen. Wo hast du die anderen hingelegt, Marek? Wenn die nicht mehr in der Geldkiste sind, dann müssten die rechts drin sein. Bei den Minen? Bei den Minen, ja. Dann guck ich mal, dann befülle ich die nämlich alle. Und dann, ja, das wirst du wahrscheinlich wie in Realität jedes Mal neu befüllen müssen, ne? Also eine müsste voll noch sein, weil du, glaube ich, zwei unbefüllt und zwei befüllt gemacht hast. Ja, denke ich. Dann müssen wir halt gucken, dass wir, wenn wir die dann aufstellen wollen, dass ich dir dann nicht nur die Fallen mitgebe, sondern auch die Beete. Dann machst du halt feste Plätze, wo du die... Was ich markiere es am besten mit X oder so auf der Karte oder mit irgendwas anderem. Und schreibst dann Falle dran und dann, damit du weißt, wo du die Beete reingepackt hast in den Boden, weißt du? Ja. Ich weiß nicht mal, ob die ineffizient wären, wenn mehrere nebeneinander sind. Ja, ich denke mal, die wirst du schon ein bisschen verteilen müssen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dann auch geringer, dass ein Zombie da dran hängen bleibt und die kaputt macht. Weil wenn die zu nah beieinander stehen, stolpern die ja drüber. Und wenn du gerade so ein aggressives Zombie hast. Nee. Stefan, kannst du mir die ja in die Essenskiste oben reinpacken? Mhm, mach ich gleich. Also, die Eier mit Würstchen dauern echt lange, 12 Minuten. Ja, und bleib wirklich da drin stehen, nicht dass er dann auf ja, einmal... Ich bin da drin. Ich bin jetzt schon bei 8 Eier mit Speck. Ich finde es übrigens faszinierend, dass das helle Fleisch aus dem Huhn Eier und Speck ist. Wobei Schweinefleisch ist ja auch hell. Wahrscheinlich eher daran angelehnt. Und jetzt brauche ich doch kein Rezept, weil ich habe nämlich jetzt noch einen Punkt reingesetzt und habe es wohl bekommen jetzt nachträglich, weil vorher ging es nicht. Ich habe auch schon jetzt Blaubeersaft und alles, die drin Blaubeeren haben,
Ich könnte, wenn wir dann genug Blaubeer haben, weil der ist echt gut, der ist massiv auffüllend. Der ist besser wie Yucca, teilweise. Wobei der grüne Tee ist auch gut. Aber grüner Tee war noch nicht frei, den werde ich wahrscheinlich erst frei haben, weil ich ein bisschen länger. Weißt du? Weil den gab es halt. Früher gab es den ziemlich weit am Anfang. Den konnte ich meistens, bevor ich gelben Tee gekocht habe. So. Ja, weil du brauchst es nur auf die Wiese gehen, das Gras hauen, das Gras mit Wasser durch den, das Gras in den Mixer hauen, in den Mörser, und dann hattest du deinen Tee, deine Teebeutel. Ne? War ja schnell gemacht, Gras hast du an jeder Ecke gehabt. So ähnlich wie hier in Mainz. Ich War auch meine, mal so. ja, wie eine Ravenhorse meinst du wohl? Denn wir hatten hier tatsächlich ein paar Ecken. Da bist du, wenn du da entlang gelaufen bist, bist du alle 3 Meter. Psst, willst was? Ja, also den Geruch, den riechst du hier im Haus manchmal auch. Wobei nicht mehr so stark, seitdem die eine eingeliefert wurde. Bei der hat es immer sehr stark gerochen. Aber in dem Gebäude, wo ich damals während meiner Ausbildungszeit gewohnt habe, waren 3 Dealer. Es hat immer nach Gras gestunken. Der eine wohnte direkt nebenan. War total lieber ein Mensch. Ein junger Mann. Mit Freundin. Hat auch immer geholfen, wenn was war. Aber wenn da mal Theater war, da war richtig Theater. Und die Polizei war ja auch öfters da. Nee, aber weniger bei ihm, sondern bei den anderen eher. Aber die Leute, das waren zum größten Teil Studenten und Azubis, die in diesem Haus gewohnt haben. Die haben, also wenn was ist, du könntest überall klingeln. Du hattest ja vorne, das sind ja diese Bunker, wo du vorne und hinten Balkon hast. Ja. Ja. Da habe ich aber auch damals nicht so hoch gewohnt, also sehr niedrig gewohnt, war schön, war eigentlich ganz angenehm. So. Jetzt wieder schön den Rest Ne? Wobei einpacken. Erdgeschoss wohnen ist in Großstadt ist ja sowieso immer. Es wird ja auch geraten, wenn du in eine Großstadt ziehst, zieh nicht ins Erdgeschoss, zieh in die erste. Damit die Leute nicht vor deinem Fenster stehen. So. In den Roh Essensmolz. Ja, Ja? packst du da rein, wenn Platz ist. Ansonsten packst du ins Wasser oder so rein. Ich muss hier Nein. noch 10 Minuten stehen. Ja, die sind da oben drinne und Marek, Ja. für dich packe ich die über dem Katzenbild. Was rein? Eine Schaufel. Eine Axt, eine Spitzaxt und eine Schaufel in die unterste Reihe. Ja. Kannst du mir So. noch einen Clownhammer machen, den neuen? Moment, dann mache ich den noch, mache ich Weil noch ich habe einen zwei. Einser und die höheren sind natürlich ein bisschen besser. Ich heb den Einser aber trotzdem auf, weil den brauchen wir ja für die Werkbank. Ist halt zwar kein Clownhammer, aber Nee, bleib nee, den bei. billigen Hammer habe ich. Ich brauche einen Clownhammer. Ein Clownhammer. Oh, Das muss ich ist der, erst mal no der gucken. aussieht wie ein normaler Hammer. Ja, Moment, Moment, Moment. Heißt doch Klar. Clownhammer hier, ne? Ja. Weil du ja Werkzeug, du müsstest den ja bauen können. Geschmiedetes Clownhammer. Eisen ist über der Werkbank in der Kiste. Da brauche ich Woodhandle, Leder, geschmiedetes Eisen und Klebeband. Ist Woodhandle, weiß ich nicht, aber alles andere ist da. Woodhandle muss ich selber herstellen. Denke ich mir. Das Ding kenne ich höchstens aus The Ravenhurst. Ja. Wisst ihr, hier mit dem. Dazu brauche ich Kleber. Okay, das Ja, nimmst du bedeutet. dir ein bisschen Kleber weg. Ich brauche 5 Kleber pro Vogelhaus. Also wenn du dir einen wegnimmst, einmal 5 wegnimmst, ist. Nee, ich hole sowieso gerade mal den Kleber. Mir kannst sogar einen neuen ansetzen, weil ich nochmal Knochen mitgebracht habe. In irgendwelchen Kisten. Ja, ich würde Theoretisch. den restlichen Kleber, würde ich dann. Ich würde dann erstmal, weil wir müssen ja wahrscheinlich noch einiges mehr bauen. Mann, koch schneller, Feuer.
Ich mach. Ja, geh du Airdrop holen. Ich halte hier die Stellung. Das ist bestimmt cool gerade in der Aufnahme. Ja, dafür müssen wir halt mehr sappeln. Ja, geht doch auch. Oder machen singen. Wir doch. Oder wir singen. Ja. Kannst du mir dann gleich schön erzählen, was du in deinem Airdrop eben drin hast? Ja. Ich such grad, wo Marek die Knochen versteckt hat. In irgendeiner Kiste. Ich kann heiße Schokolade bald machen. Ja. Ich will da jetzt nicht draufklicken, während der kocht. Aber ich habe schon das Bild für heiße Schokolade. Stefan. Ja. Wir singen jetzt. Seppel, du sollst nach Hause kommen. Kennst du das? Nein. Oh, schade, dann nicht. Kenn ich Gott sei Dank nicht. Seppel, du sollst nach Hause kommen? Kenn ich auch nicht. Denn deine Frau ist krank, ja krank. Seppel, du sollst nach Hause kommen, denn deine Frau ist krank. Ist sie krank, bleibt sie krank, sitzt sie zu Hause auf der Ofenbank. Was ist das für ein Lied? Das ist ein altes Lied, das ist ein bisschen makaber, aber ich fand's lustig. Ist das, keine Ahnung. Es ist alt. Alt. Oh, Wolf Nummer 3, hallo. Ja, auf den Po. Er hat den Wolf gefunden, er hat den Wolf gefunden. Das ist ein Hotdog, der rennt gerade weg. Ja, für Hotdog brauche ich Mehl. Ich habe nochmal so einen komischen Händler gefunden. Ja, markiere gleich und mach auf der Karte. Nein, Marek, mach bitte nicht auf die Karte. Aber es ist doch nur deine Karte. Das ist eklig. Ah, ihr seid so, ey. So, noch 5 Stück, dann geht er hier weiter. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen Holz nachlegen. Ich habe wieder ein Ei gefunden. Hallo, Zombie. Kuchen. Geil, ich habe noch eine Pyramide hier. Harry Potter lässt grüßen, ne? Oh nein. Was denn? Der Loot ist im Armeecamp gefallen. Soll ich den holen, oder? Ja, komm, geh rein. Armeecamps kennen wir ja schon. Aber sterb nicht dabei. Also die Minen, die lösen sich ja viel später aus. Aber ich habe trotzdem gerade mich so... Moment, wo sind denn Minen? Bin ich irgendwie raufgegangen und dann schnell weg. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Da kann ich gleich Minen... Ganz ehrlich, bei einem Armeelager würde ich einfach eine Mine hochschießen und würde alle rauskommen lassen. Nö. Ich nehme die Minen mit. Die können wir... Wie wir bei der Hordennacht gesehen haben, wahrscheinlich gut gebrauchen. Ja, habe ich mir schon überlegt, wenn wir uns ein Gebäude aussuchen, wo wir drauf gehen, dass wir die außen rum packen. Damit nicht gleich die Erdenwellen. Aber ich habe bis jetzt immer noch kein Haus gefunden, wo wir reingehen können. Weil alles, was wir haben, sind Gebäude, die sie uns unter dem Arsch wegsimmeln. Deswegen habe ich ja die Mischer auch schnell gebaut. Ansonsten müssen wir uns nochmal einen Tower bauen und den muss ich aus Beton bauen. Den müssen wir dann nur woanders hinsetzen, weil da, wo wir letztes Mal waren, können wir nicht wieder bauen, weil unsere Basis ja daneben ist. Ja. Also müssen wir auf die andere Seite wandern. Meh. Ne? Schon überlegt, ob wir vielleicht gucken, dass wir... Ich meine, die eine große Kreuzung in der Stadt, die ist doch so breit, Stefan. Dass wir vielleicht auf diese Kreuzung in die Mitte den Tower setzen. Na? Dass ich da vielleicht... Deswegen, wenn ich jetzt fertig bin, werde ich gleich direkt erstmal Zement anwerfen. So, jetzt schnell nach Hause und...
Und vielleicht diesmal direkt hier, ich habe ja diese Dinger, die man andersrum drehen kann, ne? Dann mache ich so ein Ding und dann, wir müssen das ganz anders aufziehen, wahrscheinlich diesmal. Weil ich glaube, beim nächsten Mal wird noch übler. Ja, aber nächstes Mal wird schwierig. Ja. Die zweite Hordennacht wird wahrscheinlich, ja, Schlimmer. schlimmer. Aber man muss dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt wissen, auf was für eine Masse wir uns vorbereiten müssen. Ja, besonders wird immer mehr, ne? Ja, wir hatten nur einen Tag vorbereitet. Also, ich Wir konnte haben ja gar keinen Tag vorbereitet. Wir haben am am Tag letzten gebaut. Tag. Am letzten Tag. Ja, das ist ein Tag. Ja, Horden. auf dem letzten Drücker bin ich noch fertig geworden. Ja, so ähnlich wie bei mir auf dem Singleplayer. Das ist doch. Ja. Also Singleplayer habe ich hingeschissen gekriegt, aber das war. Ja, das war ja jetzt auch das. Wir hatten ja noch nicht mal Schutzframes, dass die Balken nicht hochkommen. Die habe ich total vergessen. Besonders, wo dann die Bullen kamen, habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, weil die Frames halten den Bullen ja nicht stand, die Holzdinger. Das kannst du ja vergessen. Jo. Deswegen müssen wir vielleicht morgen mal gucken. Also am morgigen Tag, dass sich vielleicht einer mal in die Ecke aufmacht, wo wir die Markierung für das Eisen haben und einer sich da mal berufen fühlt, in diesem Eisenloch zu buddeln und diese ganze große Eisenader abzufahren. Ja, Aber mach nehmt ich. Leiter mit, damit ihr wieder rauskommt. Ah, ich krieg gerade einen Krampf im Bein. Aber sowas kenne ich. Super. Ah, es ist wie, aber nicht so schmerzhafter Krampf, sondern wie so ein Zucken. Ah, finde ich viel schlimmer. Wo dein Bein dann auf einmal so. Macht richtig Spaß. Ja, Also das liegt der. wahrscheinlich auch daran, dass ich hier halt auf diesen kaputten Ding sitze und nicht gerade gesunde Haltung habe mit den Beinen. Also der Airdrop war echt scheiße. Was war drin? Schuhe, die habe ich gleich gescrapped. Ja. Also Lederschuhe. So ein Schrottturm und ein bisschen Munition. Wow, Schrottturm, kannst du gleich wieder in die Kiste werfen. Ja, also der. Nichts zu essen. Ja, Essen haben wir ja. Ja, aber ich meine so, sonst wäre ja wenigstens eine Dose oder sowas da. Aber diesmal war es echt nur Moch. Und ein Schlagring, aber den habe ich jetzt auch gleich weggehauen. Besonders. Ja, der Airdrop ist wahrscheinlich noch aber im Stand. Och, die sind ja erst bei Tag 10. Die brauchen keine besseren Loot. Ich Ja. habe jetzt 47 Minen. So. Essen habe ich fertig. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber ich könnte trotzdem mal kurz gucken, was die Mischer machen. Seid ihr durch? Ja, die sind beide durch. So, Zemente. Ja, ich hab dir einen kleinen Clownhammer gemacht. Besonders, muss ich gleich sagen. Der ist Zemente. leider nur Stufe 5. Ja, reicht ja. Ich habe eine Stufe 1 aktuell. Das ist genug. So. Was brauchst du jetzt an Wir brauchen jede Material? Menge Stein für Zement. Okay. Ich schmelze auch gerade jede Menge ein. Dann brauchen wir. Also wir brauchen Stein, wir brauchen. Erleben bin ich ja selber am Buddeln. Eisen. Auf jeden Fall einiges. So, den Sand nehme ich mal kurz in die Tasche. Kann ich hier nämlich Zement schon mal ranschmeißen. Wir werden das, ich denke mal, auch jetzt für die Hordennacht so machen. Das war. Habe ich jetzt meinen ganzen Stein auch verbrannt, ne? Ich glaube ja. Nee, nicht ganz. Das war. Schauen. Warte mal, ich mache mal nur die Hälfte hier. Stop.
Packen wir das mal rein, damit die beide laufen. Was wollte ich sagen? Wir gucken halt, dass wir, wenn der Zement durch ist, wenn da mal jemand guckt von euch, dass wir dann aus dem Zement direkt Blöcke machen. Die kann ich ja nochmal aufwerten. Weißt du? Aber dann, weil dann brauche ich keine, ich glaube, Gestelle, muss ich gucken, kann ich Stahlgerüst? Nee, die kann ich zum Beispiel gar nicht hier in der Forge machen, da brauche ich die andere für. Dann machen wir direkt, ich habe zwar hier Eisenrahmenblöcke, aber ich glaube, die kann ich auch aufwerten, ne? Ja, aber die würde ich halt lieber für die Basis aufheben. Weißt du? Ja. Dann mache ich lieber die Blöcke und werte die. Werte die dann nochmal auf. So, Zement läuft auch durch, Steine schmelzen ein. Ja. Was wollte ich jetzt? Meine Schaufel. Ah. Kann ich nämlich auch mein Scrap, das ganze alte. Nein, nicht reparieren. Jetzt habe ich es repariert, anstatt zu scrappen. Wow, Tana. Wow. Ich bin ein Held, oder? Aber so richtig. Mein Hammer, Schaufel, Spitzhacke bleibt hier. Axt. Ah, das ist die kleine, ne? Sieht immer so klein aus, die Axt. So, dann nehmen wir nochmal zu essen mit. Eier und Speck. Eier. Zack, 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 zack. Fleisch, Regenwurm. Auch nochmal essen. Waffe, das nehme ich mit. Mais. Wo habe ich Mais? Da. Nicht hinschmeißen! So eine Katze. Ja. Das ist das Schlimmste leider an dieser Mod. Ja, auch wenn das Inventar super aussieht, ja. So beschissen kann das nicht sein. So, jetzt noch 30 Sekunden, dann sind die Hasenfallen alle wieder voll. Ich mach dann auch noch. Kleber hattest du mir jetzt mitgebracht, ne? Mhm. Wo hattest du den reingelegt? Bei die Bücher, da wo die anderen. Ah, wo ich die anderen Sachen. Zack, zack, zack. So, gucken wir mal. Das. Vogelhäuschen. 4 Stück reichen, glaube ich, Marek, oder? Ich denke, ich weiß nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber ich hoffe. Noch 200 Meter. Warum kann ich die nicht? Da steht, da ist ein Feuerzeichen dran. Warte. Ich habe alles, was ich brauche. Skillpunkt ist auch drin. Gibt es noch ein anderes Feuer? Oder eine Werkbank. Das könnte natürlich auch sein.
Nö. Waffen. Warum willst du mir das Rezept doch? Birdnest. Ja, da ist der Skillpunkt drinne. Warum? Was fehlt mir denn da noch? Ich check das nicht. You can craft Birdnest. Ja, und jetzt? Die Zeichen daneben sagen doch immer, wo du es bauen sollst, ne? Ja. Ja, ich habe ein Lagerfeuer hier. Also im Feuer kann ich es nicht bauen. In der Forge auch nicht. Hab ich. Nägel habe ich. Kleber habe ich. Ich check's nicht. Die Kiefernsamen hast du auch? Ja. Vielleicht ein Ja. Bug? Möglich. Also ich kann es nicht bauen. Vielleicht wird das ja nächstes Mal gefixt. Ich pack die Sachen mal hier beiseite. Ich muss noch weiter arbeiten. So, ich habe nochmal 1000 Eisen eingepackt in der Schmiede, die ich gefunden habe, den Zeug. Warte mal. Stahlrüstung. Ja, das nutzen kann man ja Und was nicht. soll ich? Flasche Wasser 20. Ich pack mal Stahlrüstung in der Werk. Was muss ich jetzt? Oh Gott. Jetzt habe ich einmal angefangen mit diesem Kochen, ne? Aber Getränke gehen schneller. Getränke gehen schneller. Weißt du, weil ich will halt auch an diesen Tee ran, ne? Ja, Man will ja auch glaube ich. irgendwann mal vorwärts kommen mit seinen Klamotten. Besonders, ich hab ja, glaube ich, schwere Rüstung geskillt. Du hast die leichte, ne? Ich benutze leichte, ja, ich gehe auch da soweit auch rein. Besonders, du musst am Ende von diesen Quest-Dingern musst du erstmal diese 5 Seiten vom Buch finden, die du früher am Anfang gelesen hast, weißt du? Ich denke mal, wenn du diese Buchseiten, wenn du diese Fragmente hast, dann kriegst du deine Werkbank am Ende. Die hast du früher zu Beginn gekriegt. Wobei, find erstmal diese Seiten alle. Ja. Und ein Buch war normalerweise aus 3 und nicht aus 5, oder? So ein Berufsbuch. Ich meine, die waren noch früher nur aus 3 Seiten A, B und C. Ja, aber jetzt ist, glaube ich, nur Fragmente und dafür hat mehr. Ja, 5.
Ich muss für die Bilderklasse 5 Fragmente finden. Für die letzte Quest. Und ich denke, am Ende davon kriegst du halt, ich vermute ganz stark, dass du dann eine Nagelpistole wieder kriegst. Du kriegst halt bestimmte Materialien und du kriegst, wirst deine Werkbank kriegen. Oder nur deine Werkbank. Kann ja auch sein. Ja. Meistens gibt es ja die Werkbank als Belohnung. Früher, das fand ich früher angenehmer. Weißt du warum? Du hast halt die ersten Sachen gefarmt. Und hast dann sofort, zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, du hast 10 Tiere getötet, hast deine Waffe gekriegt, deine erste. Ne? Oder beim Lernen hast du schon die erste billige Variante gekriegt. Und hast dann immer die bessere weiterbekommen. Das fand ich eigentlich auch angenehm. Du hast halt von vornherein Startkit gehabt. Und das bestand aus mehr Artikeln wie aus einer Fackel. Hat es quasi umgedreht. Aber dafür müssen wir jetzt nicht mehr 10.000 sammeln. Gott sei Dank. Aber du konntest halt von vornherein sagen, der macht den Beruf, der macht den Beruf, der macht. Aber das war auch das alte Skillsystem. Da konntest du ja frei skillen. Hast ja jetzt nicht mehr. Jetzt sagt die Uhr 17 Uhr. So, gib mir den Tee. Danke. Bitte. So, jetzt habe ich nochmal Tee gekocht. Roten, gelben. Blauen. Blaues Wasser. Achso. Was soll. Oh Gott. Ah, dein. Okay. Was? Ich soll. Raw Meat ist das dunkle, ne? Ja, haben wir. Kartoffeln. Haben wir auch. Mais haben wir nicht so viel. Pilze haben wir auch nicht so viele. Nee. Ein Pilz habe ich hier von mir. Und Wasser brauche ich 30. So, gleich wieder rein. Ich denke mal, ich werde mit den Zutaten, wenn ich mir die so angucke, das wird der Eintopf. Fleisch, Kartoffeln. Das müsste der Wildbold-Eintopf sein. Ja, das wird der Eintopf sein. Das wird Kartoffeln, Mais, Pilze, Wasser und Raw Meat. Das ist der. Warte mal, ich guck mal ins Feuer. Kartoffeln, Mais, Pilze, Wasser. Ne, das ist der Gemüse. Da ist der Penner-Eintopf. Ja. Aber hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch der. Normaler Eintopf, ne? Ah, nee. Weißt du, was ich daraus machen muss, wahrscheinlich? Steak und Kartoffeln und der Gemüseeintopf, beide. Irgendwie sowas wird das werden, glaube ich. Weil für den. Mit dem Fleisch gibt es nämlich nur noch. Aber da ist kein Tierfett bei, das passt nicht. Passt nicht. Das wird, da wirst du wahrscheinlich den Wildbret-Eintopf lernen. Das ist meine Vermutung dann. Du wirst wahrscheinlich skillen müssen. Na dann, Aufi, noch ein bisschen buddeln. Vor der Tag rum ist. Hier? Ja. Da. Ausdauerende. Ach, kein Wunder. Ich habe ja auch Hunger. Ja. Das, so kann das auch nichts werden mit dir, Dana. Tana hat Hunger. Ja. Dadurch, dass du Hunger hast, hast du auch keine Ausdauer. Oh ja. Oh ja.
Oh, Stefan. Ja. Knappe drei Schläge ist so ein Ding weg. Aber das ist doch gut. Ich muss halt einen vierten machen, weil sie mal einen stehen lässt. Ja, der nächste Punkt. Obwohl, warte mal. Habe ich nicht noch einen Punkt frei? Ja, guck mal. Rein damit. Eins, zwei, drei, jawohl. Oh ja. Das ist super. Und Ausdauerverbrauch geht. Ich sollte vielleicht nur ein bisschen mehr essen, damit mein Leben noch ein bisschen höher geht. Meine Ausdauer. Meine ich. Hat gerade jemand auf Metall gehauen? Ich habe ein Echo im Discord gehört. Ich. Was schön. Herrlich. So, ich habe mal Wasser geholt. Ja, noch haben wir ja glaube ich auch ein bisschen Schneeballwelle. Ich habe ja die Kiste gar nicht aufgemacht. Wer hat welche Kiste nicht aufgemacht? Hier in dem Lager, wo das Schiff ist. Haben wir dann die Kiste nicht geöffnet? Vier. Hä? Sicher, dass es das selbe Lager ist, wo wir dann... Ja, wisst ihr, wo die Kisten sind? Wo? In der Decken. Und da haben wir nicht geguckt. Also. Nee. Ich habe ja in der Decke hingeguckt, aber da war nicht so, weil es zu hoch war und da war ich ein bisschen verwirrt. Ja. Ja, aber manchmal, ich bin ja auch schon hinter Marek hergelaufen und der hat dann mal ein Versteck nicht gesehen. Und umgekehrt. Die sind oben in der Decke gewesen. Ich habe weil ich vorne diesen komischen Kohle-Ding abgebaut habe. Ja, und dann merke ich auf einmal, da oben ist ja noch ein. Ist doch eine Kiste, musste ich erst das ganze Ding abbauen, damit ich da überhaupt dran kam. Ja, und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass das in allen Häusern so. Lol. Oh, hier ist übrigens auch noch ein Fass, wo du Alkohol herstellen kannst. Das weiß ich, das ist hinten. Ja. Ja, so ein Ding bauen wir hier später selber. Ich will da nicht immer auswärts meinen Alkohol brauen müssen. Nicht? Nee. Dann muss aber nicht hinterher aufrollen. Machen wir dann im Keller. Mein Keller muss da trotzdem aufrollen. Oh, Mare. Ja, Stefan. Ich hab was knurren gehört. Wart ihr das? Nein. Nein. Ja, ich höre mal den Echo von irgendwas. Ich glaube, das ist Stefan. Marek, ich habe dich gerade gesehen. Ich bin nur vorbeigelaufen. Ja. Willst du mir etwas wieder unterstellen? Ja. Aha. Ja. Oh, willst du mithelfen? Ich habe keine Schaufel bei. Oh, ich habe ein Loch im Boden gemacht. Scheiße. Stein. Zerstörter Steinblock da. Oh, Stefan hat einen Zombie getötet. Mhm. Oh, ich habe die Pilze mitgenommen. Egal. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Loot auf dem Dach da drin ist oder. Nein, die sind leer. Gut. Boah. Uhr. Man hört sie zirpen.
nee. Das wird eine Hordennacht. Denkst du? Ja, mir graut es jetzt schon. Stefan und ich, wir sind beschäftigt. Wir müssen dann Dinge tun, die Hordennacht hat. Ja, ja. Nein. Stefan muss ein Realm Grinder spielen und ich muss Profiko spielen. Ja, ja. Nein. Wird hier angetanzt, das sage ich euch. Liebe Zuschauer, stimmen Sie jetzt ab. Ja, Sie sagen sowieso, ihr sollt dabei sein. Vielleicht nicht. Ich glaube nicht. Wenn Heli noch da wäre, würden Sie sogar sagen, Heli soll mitspielen. Weil Heli immer so männlich schreit. Ach, ich habe übrigens noch so 5 legendäre Dressur-Chests gefunden in dem Lager. Was hast du gefunden? Nennen sich Legendary Dressur Chest, also legendäre Schatzkisten. Aha. 5 Stück. Aha. Hast du was Legendäres drin gefunden? Oh. Zwei Goldklumpen, 20 Silberklumpen und ein paar Pflastersteine. Wow. So richtig legendär. Ja. Keine Ho? Nein, keine Ho, keine Ding. Tut mir leid. Wäre mir auch lieber. Du hast Durst. Ja. Ich trinke ja schon was. Also ich könnte keinen Durst haben. Ich bin im Wasser. Selbst im Wasser kannst du Durst kriegen. Und Hunger hat sie auch. Schon wieder. Na? Gibt es Regen? Sieht so mal Regen aus. Dass die jedes Mal mit einem Treffer sofort mich zum Bluten bringen. Ich sehe es. Die Zuschauer auch. Man sieht gerade, wie der Balken immer kleiner, immer kleiner. Ja. Hast du keine Bandagen auf dem... Doch, aber leider habe ich die gerade rausgeschmissen gehabt. Stefan hat gemeint, die braucht er diesmal nicht. Und jetzt wieder, ha, gleich wieder. Hör ich da was? Rennt hier einer rum? Oder war das wieder ein Echo? Das war wieder ein Echo. Ja, ich würde es ja gern ausschalten, aber Problem ist, dann muss ich jedes Mal aus dem kompletten Spiel raus. Ja, das ist doch. Nee. Das ist ja auch nicht immer. Hast du Dauersenden oder Sprachaktivierung dann? Normalerweise Dauer. Ah, das erklärt es. Weil wenn du Sprachaktivierung hast, dann dürfte das eigentlich nicht sofort anspringen. Außer deine Kopfhörer, dein Mikro und dein Kopfhörer sind zu nah zusammen. Die sind zu nah aneinander. Weil das ja ein fest, in dem Sinne ein festes Mikrofon ist, leider. Ja, sollten trotzdem nicht zu nah sein. Oh, ich habe ein Ei endlich mal gefunden. Ja, müsste schon, kann ja schon mal bei Anfang zu sammeln. Damit ihr das auch noch mal irgendwann machen könnt. Aber ich denke mal, wenn ich dann endlich rausgefunden habe, warum die Nester nicht gehen. Ich glaube, das Problem hatte Tanja auch, ne? Ne, sie hat ja das Problem gehabt mit Speck und Eier. Dass er das nicht machen konnte. Ne, das ging ja bei mir. Ich habe ja jetzt schon Stufe 4, aber dafür muss ich, brauchen wir mehr Gemüse. Da müssen wir nochmal so einen Garten Eden finden am besten.
Wir haben zwar genug Kartoffeln, aber wir haben nicht genug Mais und nicht genug Pilze. Aber sobald bei uns ja die eigene Farm, sobald wir ja selber anbauen, ist das ja alles safe. Ja. Stefan, Horde! Wo? Bei dem Farmding mit dem Schiff. Alles Versicherungsvertreter. Ah, dann macht ihr mal. Ich okay. Buddel mal weiter in der letzten Zeit hier. Bringt was Schönes mit. Ja, wie wär's denn mit mir? Weil ich tot bin. Du lebst doch noch. Okay. Wie die alle zu Stefan gehen. Ja, ja. Wo die 10 Meter entfernt sind. Ja, sobald einer stirbt, rennen die da alle los und wollen snacken. Das habe ich letztes Mal schon in der Aufnahme gesehen. Da ist auch Stefan gestorben und auch die Zombies, die mich verfolgt haben, sind alle zu ihm gerannt und haben sich hingekniet und haben gegessen. Das werden die sich auffüllen. Weil normalerweise lassen die ja nicht von dir ab, wenn dann was stirbt. Ja, hier schon. Da gehen sie erstmal gleich frühstücken. Jetzt hat Marek alle umgebracht. Ich wusste, dass du wiederkommst. Aber das Schönste ist, Dankeschön, dass du so umgebracht hast. Meine Quest ist fertig. Any Zombie-Kill. Ja. 25 Stück. Ich glaube, ihr seid zu weit weg von mir. Ich habe auch keine EP dafür gekriegt. So, jetzt muss man diese Fragmente zusammen. Die gibt's ja extra für jede Klasse. Da sind ja die Bilder von der Klassen drauf. Also Bilder-Class, definitiv bitte alle an mich. Die ersten fünf. Ja, natürlich. Auch die Koch und die Scholar, bitte. Ja, die zweite fünf gehen an mich. Ja. Aber für Kochen muss ich erstmal mehr Mais und mehr Pilze. Ey, was soll ich machen? Ich bin hier am Buddeln. Ich muss dabei das Eimer reparieren. Das ist gut. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil um 8 spawnen ja die Abendfreunde. Also die normalen Spawn-Zombies. Nicht, dass hier gleich einer hinter mir steht. Außer Marek. Nein, Marek kann es definitiv nicht sein. Der ist nämlich jetzt gerade bei mir. Ja. Da kommt die Sonne noch mal raus. Oh, ein Zombie. Ich guck gerade. Man muss ja aufpassen, Zombie und Tiere kommen ja um die Uhrzeit. Hast du gesehen, die wollte meinen Speer mitnehmen. Oh nein, die will ja einen Speer. Ja, so in etwa. Ey komm, das bringt immer ihr immer nur solche Witze. Was? Niemals. Naja, ich weiß schon. Also Lehm haben wir definitiv genug. Erstmal. Ja, Stein weiß ich ja nicht, wie viel du da brauchst. Ja, wir brauchen jede Menge, weil wir brauchen ja nicht nur für den Tower. Wir machen den Zement, den wir jetzt herstellen, der ist ja für den Kampftower. Mhm. Ne? Und der nächste Zement wird dann für unser Haus sein. Aha. Ja.
Deswegen also reichen da 2000 Stein reichen nicht. Nee, da kannst du noch eine Null dranhängen. Jetzt sag nicht, ist viel. Ich habe gerade 14.000 Lehm in der Tasche. Naja, wenn ich... Ich bleib mal die Nacht hier draußen und... Ganz einsam ja, und alleine auf Stein. Horde kann ja nicht kommen in der Nacht, die war ja gerade da. Ja, aber leider nur die Hälfte. Weil meine Hälfte hat sich in Luft aufgelöst. Ach Mann. Hier ist aber noch einiges zu buddeln. Aber da kriege ich ja locker nochmal 12.000 raus. Naja, aber ist das schön. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Zombie? Nee, das ist Marek. Hallo Marek. Na gut, er sieht auch manchmal aus wie ein Zombie. Was machst du hier? Stein abbauen? Mhm. Ja. Schön, wie Stefan für dich geantwortet hat, oder? Ach so, ich hatte gedacht, du wärst bei mir gerade in der Nähe gewesen. Nein, ich war gerade bei Marek. Übrigens, damit das hier für die Quest richtig ist, Stefan, ne, hast du die nochmal aufgewertet? Nein. Die Holzdinger unten? Ja. Ja. Die sehen gar nicht aufgewertet aus. Außer die draußen, die nicht. Hm. Weil da hatte mir ja noch die Nägel und das gefehlt. Die hatte ich ja dann gerade gesucht gehabt. Aha. War mir irgendwie komisch. So, Zement, Zementblöcke. Go. Zement, Zementblöcke. Go. Pack mal den Zement da wieder rein. Tür zu. Guten Tag. Ich glaube, ich knie mich jetzt ein bisschen bei der Arbeit. Was machst du? Ich knie mich jetzt ein bisschen bei der Arbeit. Meinst du? Ja. Das ist gut. Werde ich gleich sehen. So, dann wieder Stein. Weil Tana hat ja gesagt, 2000 reichen ihr nicht. Nee. Ja, ist leider so. Es tut mir ja leid für dich. Ich müsste mindestens 20.000 Stein erst holen, bevor ich nach Hause darf. Das habe ich nicht gesagt. Erzähl nicht so Bullshit. Zuschauer geben mir bestimmt recht. Mm. Marek gibt recht. Das mache ich gerade in der Kiste. Ja. Suchst du was? Ede, mene, ich suche den ganzen Schmelzkram gerade raus. Da ist nichts zu schmelzen drin. Der Marek ist in der Kiste. Schmelzen, schmelzen. Schmelze, oh. Schmelze, Schmelze. Schmelze. Das verkaufen wir. Ja. Schmelze. Hier mit dem Buch und Schmelz bist du. Ach ja. Wir danken euch fürs Zusehen und hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Dankeschön und bis bald. Tschüss. Ciao.